Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge sind wir in diesem Grabmal hier angekommen und haben angefangen ein bisschen rumzurätseln und ja, damit machen wir jetzt mal weiter. Ne, gucken wir mal, wie es hier so weitergeht, was uns hier noch so erwartet und was wir am Ende finden. Ne? Das wäre doch schon mal schön. So, wie wäre es mal, wenn ich diesen, ich nehme mal einen Machtschub lerne. Also das Gefühl, dass das, was ich lerne mit diesen roten Dingern hier, mit diesen roten Zeichen. Und ja, damit wir halt hier irgendwie beschleunigen könnten am besten. Da, dich muss ich doch bestimmt darunter packen, ne? Aber mal so. Okay. Habe ich schon mal nichts vermasselt. Das ist ja schon mal gut, ne? Einfach durch die Basen, die am Durchrennen. Das ist ganz was Neues. Alter, bist du ein Gegner? Okay, nee. Ich glaube, der ist ein bisschen krass. Ja, der hat fast gar keinen Schaden genommen. Oha. Ich gehe mal hier weg, ne? Ich gehe mal hier hoch. Hier ist sicher bestimmt. Springen wir auf den runter oder so. Das geht. Okay. So, ist da nichts, oder? Ich dachte jetzt, aber wenn eine Statue, also, dann hat die sich angefangen zu bewegen, ey. Das ist doch mal krass. Ich glaube, da konnte man da links gehen. Ja, danke. Ha. Was ist das denn? Boah, wo bin ich denn jetzt schon wieder hier? Sag mal, was ich nicht sehe. Keine Ahnung. Nein. Was nun? Es besteht Hoffnung. Natürlich wieder die billigste Strategie, die ich finden kann, aber ansonsten bist du jetzt nicht. Wie es jetzt weitergeht hier. Das funktioniert auch manchmal nur. Wenn es Lust hat, irgendwie zu funktionieren, aber ich sehe schon da oben. Ich hatte überlebe. Vielen Dank. Aber ich muss da hochklettern, ne? Und einfach von hier aus gehen, ne? Einfach den hier machen. Ja, viel einfacher. Ich glaube, die dürfen mich nicht sehen, ne? Na komm. Auf mich zu sehen, Mann. Ja, ist klar.
Oh Gott. Also hier ist ein Speicherpunkt, also. Er hat noch so viel AP, ey. Ja. Oh Gott. Mhm. Ach. Ich bräuchte irgendwie so Killerangriffe irgendwie. Habe ich nicht irgendwie so einen Sprintangriff oder so? Also nicht. Ah, gut, haben wir noch einen Gegner hier gefunden, den ich nicht erledigen kann. Mhm. Ja, so läuft das hier in letzter Zeit. Na gut, dann gehen wir eben, weiß nicht, vorbei an dir. Ich muss da oben, glaube ich, hin. Weil ich habe so das Gefühl, dass so ein Gegner, den jetzt müsste es eigentlich erledigen können, aber ich, da ich auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad spiele, ist halt wieder ein Ding der Unmöglichkeit. Also ja. Und ja. Weiß ich, ob ich überhaupt schon hier muss, hier hin muss. Vielleicht muss ich dieses eine Rätsel da noch lösen. Ja, jetzt machst du direkt diesen Angriff, ist klar. Kann ich mal runtergehen? Noch. Will ich eigentlich nur einmal angreifen, damit ich den erkriege. Danke. Ich kann da noch nicht mal durch, ehrlich. Ja. Ich muss den wahrscheinlich nicht mal erledigen, ne? Pass auf. Oh Gott. Aber wie ich die immer so ganz kurz nicht treffe, ne? Möchte ich wenigstens einmal erledigen, kommen. Ja, ich kann auch treten, ja. Sterb. Oh. Größteil. Grabwächter. So. Wieso kann ich da nicht rüber? So gefühlt, ich muss die Kugel irgendwie. Weil ich so diesen Grabwächter erledigen können. Ich muss auch hier irgendwo Machtschub lernen oder so, habe ich so ein Gefühl. Ich weiß noch nicht wieder wo. Okay. Dann gehen wir mal zurück, nehme ich an. Weil hier geht es irgendwie nicht weiter, habe ich so ein Gefühl. Nee. Gut. Ja, dann speichern wir mal. Also ruhen uns aus, meine ich. Ja, und gucken wir weiter. Ja, da muss ich irgendwie runtergerutscht kommen, ne? Muss da irgendwas hier oben sein, komm. Ich übersehe doch hier schon wieder irgendwas. Ne. Dann kann man hier runterrutschen. Ist hier unten irgendwas. Hier ist noch so ein Schalter. Na gut, dann gehen wir jetzt
Au! Aha, stimmt, ich habe den respawned. Ah. Ich gehe mich jetzt nicht nochmal heilen, ne? Hilfst du mir mal? Okay, da ist ja noch ein Raum, den wir noch nicht erledigt hatten. Na, gucken wir mal, wie es da weitergeht. Hier sind, glaube ich, Gegner. Geh weg. Wer kommt hier hin? So. Nur mach mal alle hier aus. Ah, warte, ich sehe. Ja, ich sehe schon. Guck mal aus. So. Mach mal alle Dinger ja aus erstmal. Also wahrscheinlich dich hier einmal. Versuch mal erstmal jede Wand hier kaputt zu machen oder so. Oh, er kann es gar nicht ausmachen. Und hier auch nicht. Gut, dann geh du mal dagegen. Macht das Ding kaputt hoffentlich. Ja. Weil auch. Du. Geh mal dahin. Und jetzt verstehe ich. Jetzt kommt das so mittig dahin, genau. Wenn ich den jetzt dahin packe, dann müsste der da in der Mitte stehen bleiben, ne? Ja. Jetzt mache ich den hier. Und boom. Oh Gott. Wer tut so ein riesiges Murmelrätsel? Wer baut so was? Ich meine, so in real life, hallo? Und das sieht aber aus wie nach Lebens- oder Machtbonus. Wir fanden Rituale der Seppo statt. Oder wir haben ihr Macht nur trainiert. Gut, jetzt komme ich aber immer noch nicht weiter. Also ich habe in dem einen Raum irgendwas verpasst. Wunderbar. Von wo kam ich nochmal? Ich komme, glaube ich, gar nicht mehr zurück, ne? Oder? Ich weiß auch gar nicht mehr. Okay, also muss irgendwas in diesen einen Raum sein. Ah. So, ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will abhauen. So. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Na gut, was habe ich denn dann jetzt hier schon wieder verpasst? Jetzt in diese eine, diese Rutsche muss da dann irgendwas sein, ne? Und hier schon wieder nicht gesehen habe. So, jetzt weiß ich ja, wie das Rätsel geht. Einmal den hier. So, ausmachen. So, mein Gott, ey. Ach. Aber man hat jetzt keinen Schwung. Oh, jetzt aber. Jetzt erreicht das Ding ja nicht. Boah, ey. Aua, was war das jetzt schon wieder?
Boah, immer ist irgendwas, ey. So. Alter. So, was muss ich jetzt hier machen? Da muss doch diese Rutsche da sein. Ich habe diesen Weg geöffnet. Ich werde da noch nicht umsonst öffnen können. Was muss ich da oben machen? Kann ich irgendwo hochklettern? So. Was ist hier? Ah, das ist eine... Hey, die siehst du doch überhaupt nicht. Hey. Hallo? Hey, das ist... Na komm schon. Er ist ja gar nicht gesehen hier in diesen... Boah. Hey. Nicht toll, was das Spiel ja manchmal macht. Mein schwere Gegner kann ich ja noch verstehen, aber dann sowas auch noch. Kein Bock. Oh mein Gott. Nein. Oh, hey. Ah, was nun? Hey, Junge. Ach Gott. Ah, geht weg. Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. So. Hat mir jetzt gemacht. Und die Dinger jetzt kaputt kümmern, ja und? Ach so, da unten, okay. Irgendwie ist aber so einfacher, also. Vielleicht seht ihr eins. Ich ja schon wieder irgendwas nicht. Och. Also ich brauche irgendwo mal so einen Sprung, so einen verbesserten Sprung oder so. So, jetzt ein Speicherpunkt, das finde ich schon mal sehr gut. Und nun? Oh, warte, ich verstehe. Boah. Nein. Ich bin nicht gemacht für solche Spiele, habe ich so ein Gefühl. Oh, nee. Wo kommen wir hier hin? Komm mal näher. Alles klar, bei dir explodieren die nicht, ne? Ja.
Habe ich mal Schaden gemacht, ey. Ich krieg die Krise hier. Boah, was ist das denn jetzt schon wieder? Hey. Ich krieg hier nur Frustration bei diesem Spiel, habe ich so ein Gefühl. Das Spiel ist gut, aber boah. Vielleicht sollte es nicht auf höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, aber mein Gott, ey. Meine Nachbarin, die dreht auch schon durch. Ey. Boah, ich muss da mal aufnehmen, er ist voll irgendwie bei der nicht. Ruhestörung, was die da macht. Eigentlich. So, naja, ist gut. Hier, geht mal weg. Okay. An dem laufen wir vorbei. Und wir bringen es nämlich auch da schon wieder mal zum Versuchen. Was? Was ist denn gut zum Explodieren gebracht schon wieder? Nein, nicht mich, Mann. Oh. Boah, ich krieg so was Kotzen hier. Gib mir einen Stim. Alter, boah. Also langsam reicht's doch mal hier. So. So, wir gehen mal wieder hoch. Haben wir so eine billige Strategie. Man muss halt manchmal zurückgreifen. Ja, und dann verfehle ich auch noch damit. Ist ja, das Spiel hat doch wieder irgendwas gegen mich. So. Leck mich. Na. Oh. Oh. Verstehe. Das ist noch nicht mal was. Das finde ich ganz toll. Huh. Oh, und wenn ich dann da runterfeuer, dann ich in das Ding, ne? Also genau da drunter, oder? Ah, schon wieder fast tot, keine Heilung. Was ist hier? Passiert doch jetzt irgendwas, pass auf. Alte Statue. So, ein Gegner und ich bin tot. Ne? Immer so nebenbei. Rühren. Oh, krieg ich jetzt Machtschub? Wäre nicht schlecht. Aua. 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 Konzentration. Jedi wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Los, nochmal. Warte. Bevor er dich erreicht.
Gut, weiter so. Jetzt schneller. Schließ den Test ab. Was im Weg steht, Platz zum Weg. Ah, endlich. Und sag mir, kann ich auch. Sagt mir, ich kann halt auch in Kampf machen und so. Ein Spiel, wo man einen Jedi spielt, wo man keine Sturmtruppler von der Klippe irgendwie schmeißen kann, ist irgendwie nicht komplett. Also, ja. Guck dir deine an. Guck mal, jetzt alles ja machen kann, ey. Ja, wo komme ich jetzt hier schon wieder hin? Auf der anderen Seite. So. Naja, also war da noch ein Weg? Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, das sieht schon wieder richtig aus. Mein Freund. Sieh dir die Details auf dieser Rinder an. Die unverwechselbaren Streifen. Die sind riesig. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Okay. Also, ja. Tschüss. Was? Oh, ich will den Ball von denen raushauen. Oh, aber es kostet Macht. Sehr cool. Okay. Da hat es gut gebracht. Sehr gut. Finde ich gut. Wir machen derbe Fortschritte hier gerade. Wir haben Machtschub. Das heißt, wir können alles Mögliche jetzt erstmal machen. Ne? So, und jetzt sind wir hier. Gut. Reiseziel freigeschaltet, Kashyyyk. Ja, aber bevor wir da hingehen, würde ich erst mal sagen, wir machen hier erst, was es hier noch alles zu gehen, zu holen gibt. Die Frage ist, jetzt muss ich nach erst nach Kashyyyk oder muss ich nach? Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Oh. Erst mal auf Überleben. Maximal Gesundheit erhöht sich. Ja, natürlich erstmal maximales Leben. Dann am besten hier das als nächstes. Ich vergesse mich zu ein. Gut, ausruhen und sagen, das war's für diesen Part. Ne? Wenn wir den Rest dieses Planeten wahrscheinlich in der nächsten Folge ja. Ein bisschen erkunden. Boom. Dann sehen wir, was hier noch alles zu holen gibt, ne? Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.